So, ich war auf Gönjamin unterwegs. Vielleicht brauche ich ein Messer. Einen Moment. Oh. So, ich habe mir ein Messer besorgt, falls ich das brauche. Zack. Ich habe mir was gegönnt. Das passt ganz gut, dass ich die anderen Videos zwar gestern gefilmt habe, aber nicht hochgeladen habe. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den Homeboy mit dem Scam komplett vercheckt. Der meinte das, glaube ich, eher witzig. Tut mir leid an der Stelle, Matthias. Das ist die Kamera, die ich dafür benutzt habe. Die hat was Cooles. Die kann das. Das ist nicht schlecht. 200 Euro irgendwas. Ich weiß es nicht. Da hinten liegt noch ein Objektiv, das man auf das Objektiv schrauben kann. Munitech oder Munitech heißt das. Ich muss sagen, hat sich nicht gelohnt, ey. Also ich meine, man kann damit, ich werde die auf jeden Fall noch nutzen für so Videos, wenn jemand Fahrrad fährt als Beispiel oder wenn ich selber sprühe, kannst du die hier schön hinstellen. Hast du immer noch dein 4K, ne? Aber hier grausam, check ich nicht, wie das so laut sein kann. Und die Aufnahme mit Mike nach 3 Monaten, excuse me, ist nicht besser gemacht, nur noch schlimmer, genauso schlimmer, als wenn ich das angeschlossen hätte. Hier so Linsenreiniger. Ja, Heiko, wie gesagt, Alter, Tonqualität scheiße, aber immerhin zwei Akkus dabei und 200 Euro zurück in den und zum Transport an Tabakbeutel. Dann mache ich jetzt etwas mit euch, deswegen habe ich das Messer aufgemacht. Ich habe mir ein Gönjamin gegönnt. Ich wollte eigentlich eine Spiegelreflexkamera kaufen. Die hat aber keinen Mikrofoneingang. Und wenn ich jetzt noch für einen 100er, ich habe aber 4 Mikros, die ich ausprobieren kann, bevor ich mir für einen 100er auch noch eins kaufe. Kalon EOS 100 Unboxing. R100. Ja, hätte ich eigentlich auch letztes Jahr machen können, vielleicht. Dann, bis hier brauchte ich das jetzt nicht. Mein Papa war mal Soldat. Und das ist ein Erbstück. Es ist legal, es ist unter 12 cm. Und hier steht noch was drauf. AK-47, das hat er sicher geholt zum Pilze sammeln. Ja, keine Pilze dran. Gut, das ist die Rechnung. Ich dachte 580 waren dann doch 499. Ja, schauen wir mal rein, was die EOS alles bei sich hat. Auf jeden Fall ein Ladegerät, das ist sehr gut. Aber es ist nur eine Batterie dabei, hat mir der Verkäufer gesagt. Ich war beim Mediamarkt. Ich werde auf jeden Fall gleich einmal die Batterie aufladen. Dann haben wir hier einmal das Gehäuse. Was ist das Orange um das Gehäuse? Achso, das ist einfach nur auch Orange halt am Gehäuse. Okay. Geil, ich stehe auf Gimmicks, aber hier wird keins sein. Hier ist einmal das Ladekabel. Die Batterie. Sehr gut, die drei Sachen schon mal auf dem Häufchen. Ich werde mir dann heute noch mindestens ein Paket bestellen. Ich hoffe, das Band ist schön lang. Ich mag die Bänder eigentlich. Ich habe nämlich jemanden gesehen, der hat das angeboxt. Der mochte das nicht. Verstehe ich jetzt halt nicht. Ne? Das wäre so das Ding gewesen. Ich habe ein super geiles Band an einer Kamera dran, die ist nicht so toll. Hier ist dann die Linse. Es hat keine Spiegelreflex, sondern eine Systemkamera. Sollen wir mal trotzdem die Linse zusammen drauf machen? Einfach mal zusammen einen drauf machen. Ja, keine Ahnung, inwiefern sich die Qualität der kommenden Videos verbessert. Es ist auch eins der letzten Videos mit dem aktuellen Handy. Das Motorola, dessen Fabrikationsnamen ich nicht kenne. Guck mal, schön sieht das aus, ne? Babbo, oder? Vielleicht teste ich mit euch auch Döner, habe ich mir überlegt. Aber mein Arbeitskollege hat Ramadan. Also nach Ramadan gibt es dann vielleicht Datteln Döner-Test. Ist ganz okay, die haben da so einen 6-Euro-Döner, habe ich schon zweimal gegessen. Einmal Kalb, einmal Hähnchen. Ja gut, das kenne ich. Ich habe ja, es ist nicht meine erste Spiegelreflex. Ich glaube, ich habe schon 3 Stück. Ne, mehr sogar. Ich habe 3 analoge und eine digitale. Aber die Pentax ist noch so oldschool, die ist mit so Batterien. Nicht diese Akku-Batterien. Und das ärgert mich halt total, ne? Die ersten Aufnahmen, guck mal, ich mache mal die Linse einmal ab. Ich gucke mir das Gehäuse einmal vorsichtig an. So schnell wird da kein Staub zwischenkommen. Irgendwas hier machen? Nein, ich habe jetzt. Aha, oh je. Das habe ich mir natürlich nicht angeguckt, wie. Aber sehr einfach. Okay, alles klar.
Dann müsste das ganz simpel irgendwie hier reinpassen. Nicht kaputt machen, einfach, das ist schon nicht gut. Och Leute, kennt ihr den Mate? Okay, der eine muss, okay, die haben hier so, hier und hier sind so Dinger, hier und hier. Die müssen genau da und da dann da rein, okay. Aber ich habe mir eigentlich bemüht, ich wollte in Zukunft nicht okay sein. Nicht zu viel, das gefällt mir nicht. Okay, ich habe die Dinger jetzt richtig platziert. Hoffe ich. Nein. Ich krieg's nicht rein. Kennt ihr das? Schon länger keine Linsen ausgetauscht. Oder eingesetzt. Ist er jetzt hier wirklich irgendwie, bevor ich das dreckig mache, sind die verschieden groß. Nee. Die sind nicht verschieden groß, aber müssen von hier aus rein. Hier ist am größten. Okay, klappt das dann oder wird es noch schlimmer? Ich sag gerade nicht, ob ich Pause machen soll, während ich versuche, das zu machen. Nee. Muss eigentlich hier genau passen. Nee. Ich mache einmal kurz Pause und sage euch Bescheid, wenn ich fertig bin. Ja, sehr geil. Also ich habe das jetzt hier zusammenbekommen. Ich, König der Opfer. Ich habe genau das falsche Ding versucht hier einzuschrauben. Ich hoffe, es hat jetzt keinen Schaden genommen. Ja, jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, welche Verdeckung die richtige war. Die ist es nicht. Dann bleibt ja nur noch die. Die möchte gerade nicht. Na gut, die ist jetzt einmal runtergefallen. Achso, hier ist noch eine Verdeckung. Genau. Ja gut. Das ist dann die richtige Verdeckung. Gut, bis hierhin haben wir es. Ich mache mal einmal die Batterie auf. Vielleicht sollte ich erst die SD-Karte öffnen. Ich mache sie einmal ohne Ton. Wenn mir sonst den ganzen Tag keiner schreibt. Jetzt wird geschrieben. Gut, hoffen wir mal, dass ich nicht die falsche SD-Kartengröße gekauft habe. Ach, Leute. Das Witzige ist, ihr kriegt ja noch nicht mal Material davon heute. Vielleicht morgen. Vielleicht gehe ich für eine Stunde im Keller und sprühe da. So. Das ist scharf. So. Scharf genug, ja. Nicht genug geschnitten. Ja, vorsichtig. Hier. Ja, okay. Hülse raus. Die Mini-SD dann jetzt halt auch. Ach, Leute. Ihr seht das nicht. Das ist gerade hier einmal so zack. Zack. So, gut. SD-Karte in dieses Case. Ich weiß nicht, ob man das auch schon Case nennt. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wo auf oder wo. Bei den anderen, bei den älteren, ist hier wenigstens noch ein Schloss drauf oder nicht. Gut, das ist uns jetzt erstmal egal. Finden wir ja gleich heraus. Das weiß ich gar nicht. So rum. Okay, vielleicht nicht so rum. Vielleicht doch so rum. Okay, gut. Dafür gibt es das Handbuch. Jetzt nochmal an mein Handbuch. Das hat mir gerade nämlich dann auch nicht geholfen. Aber vielleicht jetzt. Prüfen Sie. Am Monokorium. Ich prüfe, sobald ich kann. Okay. Die SD-Karte. Okay, so rum. Just für alle Fälle. Diese eine Ecke muss so. Also ich habe das hier jetzt auf, genau so. Okay. Dann war es richtig. Dann guckt die hier hinten so ein bisschen raus. Hat aber einen Vorteil. Und dann kann man die besser touchen. I know you touch me. Okay. Die nicht aufgeladene Batterie einmal rein
Und dann sind wir auch schon durch erstmal mit dem Video. Ja gut, ich bin nicht so übertrieben an diverse Kommentare gewöhnt, deswegen zu dem Testvideo. Ja, kann halt immer mal passieren, dass man sich dann halt nicht verstanden hat. Ich war halt wegen dem Wort Scam so erbost, weil, okay, Licht an, we got this light, we turn das auf, wir machen on, okay, oh, ich weiß das Datum nicht, die Kamera, so, 24 richtig, so, Manns, genau. Wir haben April noch nicht, wir haben März. Okay. Dann gucke ich jetzt einmal hier. Ne, geht nicht. Eine Sekunde. Gut, wir haben den 27. März. Sehr gut. So, jetzt habe ich natürlich nicht auf die Uhrzeit geguckt. Gut, nochmal. Wir haben 16.54 Uhr, machen wir dann 16.55 Uhr, zack, okay, we got this. Was kann man denn außer London machen? Ach so, ja, yeah. Okay, Daytime. Zone. Paris. Paris ist eher als London. Warte mal, wenn ich ganz hoch gehe, ist das Dings? Habe ich nicht, ich habe Sao Paulo, ich habe New York. Okay, gut. As you see, der Test, naja, das Unboxing ist dann vorbei. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einige Videos mit dieser Kamera noch machen können. Ich freue mich total. Dann kann ich euch das jetzt hochladen. Dann bekommt ihr ein Recklinghausen-Video. Ja, und wegen dem anderen Video. Ja, Bro. You know, I know, we know. Shit happens, ja. Kommen wir mit zurecht. Ganz komisch, dieses mit dem Aufmachen. Ich freue mich total, was ich mich jetzt ärgert. Guck mal, aber das ist eine Canon und das ist irgendwas in einem Tabakbeutel. Das Ding aus dem Tabakbeutel hat halt das. Diese Klappe hier ist auch 4K. Und ja. Naja. Und irgendwo im Beutel muss auch dieser Schutz hier sein. Der ist hier nämlich gerade nicht zu sehen. Aber trotzdem, vielen Dank an dieser Stelle. Guckt zu. Achso, mein Kumpel hat gesagt, ich soll euch sagen, dann liked doch halt auch die Videos. Gerade die Graffiti-Videos, dann liked die halt auch. Ne? Ich weiß nicht, wie viele von euch 299 die Glocke gedrückt haben. Ja, auf jeden Fall cool, ne, dass wir bei 299 Followern sind. Ich glaube, das wird ein sehr cooler Sommer für Graffiti und den Kanal, aber auch für andere Dinge. Jetzt probieren wir mal das Ladegerät aus. Und in that sense, ne, Dinge, die keinen Sinn machen, machen manchmal auch ein. Jo. Liebe Grüße, danke. Freut euch auch auf das neue Handy. Denn ich kaufe nicht sehr gerne neue Handys, weil die mir manchmal runterfallen. Dieses Handy hat 2 Jahre mies überstanden und sehr gerne möchte ich auch mit einem Dings, Alter, mach Werbung für mich bei Samsung oder so, oder Apple. Ich nehme jeden, ich nehme auch Nokia. Aber ich muss auch sagen, dieses Motorola, ich hatte in dem Jahr, wo ich dieses Telefon gekauft hatte, 2 Galaxy und ein Oppo. Und die haben alle nur 3 bis 4 Wochen geschafft. Abgesehen von dem Huawei, das ich im Auto liegen habe, wo ich die ganze Zeit dachte, es ist ein Alcatel. Aber auch das ist schon wieder 3-4 Jahre her. Ich habe die Story erzählt. Ich hatte mir ein Galaxy geschenkt bekommen oder gekauft. Das ist runtergefallen nach 4 Wochen und war kaputt. Dann habe ich, ja, die Reihenfolge ist tatsächlich noch ein Galaxy gekauft. Eins habe ich geschenkt bekommen, genau, das erste habe ich geschenkt bekommen, dann habe ich mir eins gekauft.
Dann habe ich das Oppo gekauft. Mit dem war ich dann 3, 4 Wochen im Urlaub. Genau an der Grenze zwischen Deutschland und Polen habe ich einen Kaffee getrunken und es ist mir den Tisch runtergefallen. Und war dann hin. Die Flüssigkeit ist ausgelaufen, Bildschirm war schwarz. Habe ich mir am Folgetag zurück in Nordrhein-Westfalen dieses Gerät gekauft, mit dem ich einen sehr, sehr großen Prozentteil aller Videos auf dem Kanal gedreht habe, im Stativ oder viele Spotbesuche mache ich ja spontan so, oh, ich habe eine halbe Stunde, ich suche Graffiti. Und dadurch würde ich behaupten, dass doch effektiv 80 bis 60% des Bildmaterials mit diesem Motorola gemacht worden wurde, das um die 200 € gekostet hat, vielleicht 189 oder 239 vor über 2 Jahren. Und da muss ich sagen, vielen, vielen Dank, Motorola, das war ein sehr stabiles Handy. Ich bin eigentlich sehr traurig, dass jetzt der Bildschirm im Eimer ist und ich hätte es einfach weiter benutzt. Auch wenn die anderen Geräte, ich muss zugeben, die anderen Geräte waren technisch besser, haben es aber nicht länger geschafft. So, One Love, ohne Ende, am Ende auch keinen Sinn, so, ne, keinen Sinn.